das letzte Spiel des Tages und da darf auch endlich der Gastgeber ran. Das Highlight also zum Schluss. Der OSC Potsdam trifft auf die Wasserfreunde Spandau 04 und da dürfte eigentlich von vornherein schon alles klar sein. Alle Aufeinandertreffen der beiden Teams gewannen die Hauptstädter. Obendrein ist Spandau Rekordmeister und der OSC Potsdam nur Zweitligist. Aber Wunder gibt es bekanntlich immer wieder. Allzu wunderlich wurde es zu Beginn nicht. Eher ein zögerliches Abtasten. Die Berliner mit erstklassiger Abgeklärtheit wollten nichts riskieren oder sich gar verletzen. So wartete das Brauhausbad fast eine Ewigkeit auf den ersten Treffer. Kurz vor Ende des ersten Viertels erlöste Vincent Hebisch alle Wasserballästheten und verwandelte zum 1:0 aus Spandauer Sicht. Mit großer Souveränität machten die Hauptstädter auch im zweiten Viertel weiter. Der Wasserballriese von der Spree spielte locker auf und schob einfach Treffer 2 hinterher. Tim Donner erzielte das 2:0 und Vincent Hebisch erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 aus Gästesicht. Das war dann auch der Halbzeitstand. Für den OSC war dieses Zwischenergebnis aber kein Weltuntergang. Allein die Ausrichtung dieser Endrunde ist etwas ganz Besonderes für Potsdam. Das Ziel ist dennoch klar gesteckt. Eine Medaille soll her. So wie die Berliner aufspielten, mussten sich die Gastgeber schon früh daran gewöhnen, dass es für sie morgen aber nur um das bronzene Edelmetall geht. In der zweiten Halbzeit dann das gewohnte Bild. Der OSC am Ackern und Spandau mit der Leichtigkeit eines Rekordpokalsiegers, auch wenn der Topscorer der Partie erst 20 Jahre alt ist. Vincent Hebisch erzielte hier bereits das 5:0 aus Sicht der Wasserfreunde. Die Bude war bereits sein dritter Treffer in diesem Spiel. Und nun war es langsam kein Geheimnis mehr. Die Spandauer waren mit anderthalb Füßen im Pokalfinale. Würde man morgen gewinnen, wäre das bereits der 30. Pottgewinn, ein Jubiläum. Der OSC sollte auf dem Weg dahin nur eine weitere Etappe darstellen. Eine Etappe, die selbst keine Tore machte, bis zur 28. Minute. Da schaffte es auch Potsdam auf die Anzeigetafel. Lukas Küpper mit dem 1:7 aus Heimsicht. Das hatte lange gedauert, aber um die Jungs mal in Schutz zu nehmen, kein Spieler von Alexander Cigia war älter als 25 Jahre. Ein Sieg wäre da schon eine Riesensensation gewesen. Und so versuchten sich die Jungspunde in Ergebniskosmetik. Das gelang auch. Spencer Hamby das 3:9 aus Sicht des OSC. Die letzte Aktion gehörte aber den Berlinern. Maren Restovic setzte mit dem 10:3 den Schlusspunkt der Partie. Spandau gewann hier ungefährdet und darf sich auf das Gigantenduell mit Hannover freuen. Ich bin zufrieden, ja, aber in einer Seite ein bisschen sauer, dass wir nicht vorne nie geschafft, was wir wollten. Ja. Ja, ich denke, Potsdam hat sich gerade am Anfang sehr gut eingestellt auf uns. Alexander Cigia als Trainer hatte auch ein bisschen Ahnung vom Wasserball, also das hat er gut gemacht. Und es stand ja lange recht eng. Also wir haben uns bemüht und es war sehr schwierig. Allerdings haben wir dann natürlich am Ende auch auf die Kräfte für morgen verzichtet und einige Leute pausieren lassen. Ja, es wird sicher ein spannendes Spiel, haben wir im Supercup schon gezeigt. Es war 10:9, glaube ich, ist ausgegangen. War sehr spannend. Zu Hause bei uns war es ein bisschen deutlicher, aber auch spannend. Und bei denen war es ja ein 5:5, also Spannung pur. Es wird morgen sicher ein guter Fight und wir hoffen natürlich, dass wir gewinnen. So, nur noch einmal schlafen und dann steigt das Spiel, auf das alle warten. Die Wasserfreunde Spandau 04 gegen Waspo Hannover. Und auch für den OSC wird es nochmal spannend. Wer will vor heimischer Kulisse wenigstens die Bronzemedaille nach Hause holen?